Hallo, grüßt euch und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Video zu Transport Fever 2. Es ist für mich ganz unerwartet und für viele andere auch, so habe ich das zumindest rausgelesen, das erste Entwicklertagebuch Development Highlights Video gekommen von Urban Games, wo der gute Tom uns in diesem schönen schweizerischen Englisch, mit diesem schönen schweizerischen Akzent noch dabei. Ich finde es cool. Zeigt, was sie so am Karteneditor und am Weltbearbeiten, wie man die Welt bearbeiten kann, hat er uns da so ein bisschen vorgestellt. Ich hatte das Video auch auf meinem Kanal hochgeladen. Ja, ich weiß, es ist dasselbe wie bei Urban Games auf dem Channel, aber ich hatte gerade, als ich den Trailer vor ein paar Wochen hochgeladen habe, als der rauskam, auch viele Zuschriften von wegen, ah, cool, dass du den auch hochgeladen hast. Ich habe das ganz verpasst. Es gibt nämlich auch Leute, die haben den Channel von Urban Games nicht abonniert. Von daher, macht das nicht, um irgendjemanden zu ärgern, hatte da so ein paar Kommentare von wegen hier, macht das für einen Sinn? Ich hatte auch viele Leute, die gesagt haben, ja, cool, dass du das auch gemacht hast, ich hätte es nämlich sonst verpasst. Also ich möchte damit keinen ärgern, sondern einfach nur, ja, Leute, die vielleicht das Video verpasst haben, aber meinen Channel gucken, denen möchte ich das dann halt nicht vorenthalten. Von daher keine böse Absicht dahinter. Nichtsdestotrotz, bei den zukünftigen Development Highlights Videos, den Entwicklertagebüchern, die kommen, werde ich das so halten wie jetzt. Das ist nämlich der Grund, warum ich das Video jetzt auch nochmal mache. Ich wollte meine Gedanken dazu teilen, was da gezeigt wird, euch das mit meinen eigenen Worten nochmal nahebringen, was uns da überhaupt gezeigt wird. Haben nämlich auch einige geschrieben, hier kannst du nicht nochmal ein Video machen, mein Englisch ist nicht gerade gut. Gibt zwar die Möglichkeit des Untertitels, aber ja, von daher mache ich jetzt auch nochmal so ein Video und das wird es in Zukunft dann auch in dem Format weitergeben. Ich werde also nicht das eigentliche Video nochmal hochladen, sondern einfach nochmal ein Video machen, wo ich so meine Gedanken teile, was ich so meine, was sich ableiten lässt von dem, was wir sehen, was aber nicht heißt, dass es dann auch so kommt. Ja, von daher, das sind meine Gedanken dazu, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Von daher, wir starten einfach mal. Mein Englisch ist nicht schlecht, aber dieses gebrochene schweizerische Englisch, falls ich da irgendwas falsch übersetzen sollte, seht es mir nach. Aber wir starten einfach mal. Hello, my name is Tom, Community Manager at Urban Games. Welcome to the first Development Highlights video. In this series, we aim to show how we incorporated feedback from the previous game into the development. Ganz kurz, er stellt sich jetzt halt vor, wer ist der Tom von Urban Games und er sagt, das ist das erste Highlights-Video von der Entwicklung von Transport Fever 2 und die wollen halt mit diesen Videos zeigen, wie weit die Entwicklung ist, was sie so gemacht haben. Aber eigentlich habe ich Pause gedrückt. Habt ihr die Vögel hier hinten gesehen? Die Vögel, die hier And hinten what fliegen? efforts were made Da to hinten, make Transport Fever einmal hier 2 unten, into an einmal excellent hier. gaming experience? When creating Transport Fever 2, one of the biggest goals we set was to find a balance between how the game plays and how it looks Hier unten and auch. make both parts a great experience. Not only should it be enjoyable to create and manage vast and complex transport networks, but also to create and shape the world itself. Also das ist ganz wichtig. Am Anfang hat er ja noch gesagt, dass sie versucht haben, so viele Wünsche wie möglich in das Spiel Transport Fever 2 einfließen zu lassen. Und dass es ihnen auch sehr, sehr wichtig ist, nicht nur, dass man nicht nur ein großes Transport Netzwerk aufbauen kann, sondern ihnen ist es auch wichtig im zweiten Teil, dass man die Welt halt bis ins kleinste Detail bearbeiten kann. Das ist gerade für mich als Schönbauer. Sie haben also erkannt, dass das Spiel halt nicht nur so wie es gedacht war, halt ein Transportnetzwerk aufzubauen, dass es nicht nur so gespielt wird, sondern dass es mittlerweile auch als Modellbahnsimulator gespielt wird. Und da haben sie halt ihr Ziel gesetzt, das auch, ja, bis ins kleinste Detail zu verfeinern und da sage ich schon mal riesen Dank. Das ist natürlich echt, echt super. Hier unten steht übrigens noch Not Final Software. Ganz normal ist ja alles noch Alpha oder Beta-Status. Wir gucken mal weiter. Hier ist natürlich auch richtig cool, dieser Grand Canyon, den man hier durchgezogen hat. Wirklich, wirklich geil. From the big picture down to the smallest details.
So, the first part of this series is all about creating and editing the world in Transport Fever 2. Please note that the user interface shown is still from a concept phase. The first step. Also er sagt halt, dass das der erste Teil, also dieses Video hier, ist dreht sich darum, dass halt gezeigt wird, wie man die Welt erstellen kann, wie man Karten generiert, wie man die fertigen Karten dann noch verändern kann und er sagt halt auch nochmal, dass gerade dieses User Interface hier noch aus einer Phase der Entwicklung ist. Also hier kann man ja schon mal, hier kann man sehen, hier kann man Hilliness ist halt, wie bergig die Karte ist, wie viel Wasser sie hat und Forest, wie viel Wald. Und wir gucken mal weiter. Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen laufen und dann mache ich Pause und erkläre, was er so gesagt hat. Is generating a map. For that, a sophisticated and flexible generator is available, which is capable of creating diverse landscapes in various climate zones. A random generator takes care that each map is a unique experience. Ja, er hat halt gesagt, dass der Kartengenerator dafür da ist, dass man verschiedene Klimazonen erstellen kann. Und hier sieht man auch, Islands kann man noch erstellen, also wie viele Inseln die Karte hat. Und ja, ist ihnen halt sehr wichtig, dass jede Karte, die erstellt wird, ist eine, ja, eine Unique, also eine Karte, die es so nie wieder geben wird. Also jede Karte für sich, die man da mit dem Random Generator erstellt, also mit dem Zufallsgenerator, ist zufällig und einfach einmalig. With its own challenges. At the same time, the player can take the reins, thus a wide range of parameters, including but not limited to terrain, water and vegetation, can be adjusted broadly. From an alpine region to a paradisic island, everything is possible. The possibility. Also hat er auch nochmal gesagt, dass der Spieler kann die Vegetation bestimmen, den Wasseranteil, wie bergig die Karte ist. Er hat halt gesagt, dass von einer alpinen Region, also von Hochgebirge bis zu einem paradiesischen Insel, bis zu einem paradiesischen Inselgebiet alles möglich ist. For adjustment also extend to man-made structures on the map. The generator can fill a landscape with towns and industries. And the same is true, of course, for roads. Like in all the other aspects, the game can decide on the starting conditions or they can be adjusted to one's liking. Ja, jetzt hat man halt nochmal gesehen, eine richtig, richtig geile Neuerung. Man kann mit diesem Tool kann man bestimmen, wie viele Städte auf der Karte dann wirklich entstehen. Also bisher war es ja so, dass man dann in den Dateien rumspielen musste. Area per Town musste man dann in der Base Config ändern, dass da wirklich nur noch 1, 2, 3 Städte auf der Karte erschienen sind. Jetzt ganz einfach mit dem Tool, ich habe gar nicht gesehen, ob man auf 0 stellen konnte, aber 1 ist ja auch nicht schlimm, wenn man die dann nochmal entfernt. Und man kann auch hier einstellen, die Straßenverbindung dann zwischen den Städten. Kann gar keine, also man kann die dann wegnehmen, dann hat man gar keine. Man kann dann selber bestimmen, welche Städte miteinander verbunden sind. Also das ist schon eine ganz, 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 ganz bedeutende Verbesserung. Wie gesagt, man musste da sonst immer in der Base-Config rumspielen. Und jetzt kann man das einfach hier mit diesem Tool machen. Das ist für mich sehr, sehr zeitsparend und eine wirklich gute Neuerung. Weil das war immer so Sachen, musste man dann immer mit den Werten da rumspielen, bis man es wirklich so hatte, wie man es wollte. Und so einfach kinderleicht. While adjusting parameters on a macro scale is easy and accessible, editing the small details is important too. Das ist für mich, ja, er hat halt gesagt, man kann das Große und Ganze verändern und man kann wirklich bis ins kleinste Detail gehen. Und wenn ich das sehe, das war der größte Wunsch mit von mir. Und ich kenne auch einige andere, die gesagt haben, mein Gott, warum kann ich nicht selbst bestimmen, wo meine Flüsse lang gehen oder einen See einfach erstellen. Und ja, hier haben wir es. Man kann einfach die Flüsse verbreitern, man kann Nebenflüsse erstellen, Bäche erstellen. Und da haben wir ja wieder den Kreis, den kann man dann wahrscheinlich vergrößern und verkleinern. Und
Es ist so viel einfacher. Im Moment hat man ja noch Mods, mit denen man Seen und Flüsse erstellen kann. Aber wenn man die Flüsse dann, die man selber erstellt, in die vom Spiel generierten reinzieht, sieht man halt diesen blöden Übergang und so. Einfach mit dem Pinsel. Für mich einfach richtig cool. Damit kann man dann Hafengebiete erstellen. Man kann so viel einfach machen. Es ist einfach Wahnsinn. Man kann durch seine Stadt einfach einen Fluss ziehen. Und ja, Wahnsinn. Und genauso kann man die Flüsse dann natürlich auch wegnehmen. Das ist für mich eines der wunderbarsten Tools, das ist einer meiner Top So, 3 Wünsche, after die ich habe. generating the map, it can be edited manually. The terrain is fully editable and not fixed, neither is the shoreline. Da hat das nochmal gesagt. Nichts ist fix, wenn man die Karte erstellt hat. Man kann nicht nur Form erstellen der Karte, also während man die Karte erstellt, alles einstellen, sondern auch wenn die Karte dann erstellt ist und man spielt, kann man das auch noch machen. Und Which can das be ist wirklich changed richtig without geil. giving up the ability to build structures like tunnels under the sea level. And another thing I want to touch on, it is actually possible to paint onto the terrain. Habt ihr das gerade gesehen? Ich mache es nochmal zurück, falls ihr I nicht want drauf to geachtet touch habt. on, Guckt mal, it was er is da actually erstellt mit seinem possible. Pinsel. Gras. Man kann Gras einfach auf die Karte pinseln. Wow. Also, ihr wisst ja, meine Videos, wenn ihr die regelmäßig schaut, dass ich gerne auch auf die kleinen Details acht gebe. Und gerade dieses Gras ist so ein tolles Detail, was das Ganze viel stimmiger macht. Und er hat einfach mit dem Pinsel gerade das Gras auf die Karte gepinselt. Das ist einfach so unfassbar toll und so zeitsparend, arbeitssparend. Es nimmt so viel Zeit in Anspruch, Gras auf die Karte zu machen, im Moment noch in Transportfieber. Und im zweiten Teil kann man einfach den Pinsel nehmen und es drauf pinseln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da so viele tolle Mods gibt. Man kann da, ihr kennt ja unsere Modder, man wird dann Güter einfach drauf pinseln können, Steine pinseln, alles pinseln, was ihr euch vorstellen könnt. Felder pinseln. Wow, Wahnsinn. Paint Wirklich, wirklich onto the geil. terrain. Use it to change minor details or get creative. In combination with the various assets, everybody can create something fun and or beautiful. Committing to the system and or beautiful. Something fun and or beautiful. Moment. Hier, der Smiley hat halt gesagt, mit den ganzen Assets, die man hat, und jeder kann einfach was Kreatives oder Lustiges erstellen, wie hier zum Beispiel diesen Smiley. Und hier sieht man ja das Gras. Und hier sieht man, hat er dann das Gras einfach wieder weggenommen, damit diesen Smiley erstellt. Und da kann ich mir vorstellen, könnte man dann als Schönbauer auch einfach, ja, so ein Feldweg. Ist wie ein Feldweg. Wenn man den neben die Felder zieht, braucht man keine Straße setzen. Einfach hier Gras wegpinseln. Und dann hat man den Feldweg. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das dann in verschiedenen Farben gibt. Kann man die Farbe dann auswählen. Richtig, richtig toll. Das ist schon, ja, macht Laune. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man dann den Feldweg hier so pinselt und dann einen ganz kleinen Pinsel nimmt und in der Mitte dann das Gras dann noch reinmachen kann, dass man so zwei Fahrspuren hat, wie man sie ja kennt von Feldwegen. Ja, also ich muss schon sagen, richtig toll. Und was er da mit den Assets sagt, in Verbindung mit all den Assets, die man hat, kann jeder was Kreatives oder Lustiges erstellen. Weiß nicht, was er damit meint. Sind Assets beim Spiel dabei, die man dann auswählen kann? Ich kann mir vorstellen, dass sie die ganzen Assets von den Gebäuden, also alle Assets, die man sich vorstellen kann, die es im Vanilla-Spiel gibt, einfach frei platzieren kann. Ich meine, wir haben ja diesen Vanilla-UG, also Vanilla Urban Game Assets Mod, wo man alle Vanilla-Spiel-Assets jetzt in Transportfieber 1 frei platzieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie das einfach mit dem Spiel dann mitliefern. Dass man wirklich jedes Asset, was es gibt, frei platzieren kann. Auch mit diesem Pinsel, was ich gerade schon gesagt habe. Und sonst hätte er das ja nicht gesagt. Das sind meine Schlüsse daraus, aber ich muss es nochmal sagen, es ist natürlich nichts, was dann wirklich so kommt. Aber für mich hört sich das so an. Weil, wieso sollten sie das sonst sagen? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das, was ich gerade gesagt habe, oder dass sie jetzt schon wissen, dass die Mods aus Transportweaver 1 übernommen werden können. Dass es diese Mod, die es schon gibt, auch in Transportweaver 2 dann lauffähig ist und man dann damit seine
Mods mit Pinsel platzieren kann. Committing to decisions is part of what makes a game challenging and interesting. However, when it comes to the visual part of the game, we believe that nothing should be final. This is why we put a lot of effort into assuring that everything is reversible. Ja, auch sehr geil. Er hat halt gerade gesagt, Sachen zu bauen in einem Spiel und dann so zu haben, wie man so will, ist halt das, warum man das Spiel eigentlich spielt. Das ist so mit meinen eigenen Worten jetzt übersetzt. Aber nichts sollte final sein. Deswegen haben sie einen großen Wert darauf gelegt und auch viel, viel Mühe da reingepackt, dass wenn man was baut, wie ihr es gerade gesehen habt, und man es wieder abreißt, dass es dann halt wieder so aussieht wie vorher. Auch sehr, sehr geil. Gerade als Schönbauer, wenn ihr selber Schönbau betreibt, wenn ihr was baut und dann euch denkt, oh nee, sieht kacke aus. Und dann reißt ihr es wieder ab. Dann ist es bisher so ein Transportweaver. Ja, dann müsst ihr dann wieder den Pinsel rausholen, alles gerade machen, vielleicht noch die Planierraupen, Mod, um wieder wirklich alles zu begradigen. Oder den Spielstand neu laden. Jetzt reißt man es einfach wieder ab, wie ihr gerade gesehen habt, und alles ist so wie vorher. Auch ein super, 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 super Verbesserung, die ja so viel, das Ganze so viel einfacher macht. Also sie legen wirklich großen Wert darauf, dass auch dieser Schönbau, dieser Modellbahnaspekt nicht zu kurz kommt. Und das ist erst das erste Video der Development Highlight Serie. Da werden noch 3, 4, 5 kommen und im ersten Video ist schon so viel, was ich mir schon seit längerem für Transportweaver, für den Nachfolger wünsche. Also ich bin begeistert. Wir gucken mal weiter. From the game restores the landscape and painted terrain can simply be erased to get back to the generated state. Ja, auch. Das ist quasi ein Radiergummi, was er gerade genommen hat. Hier hat er ja vorhin so rumgepinselt, habt ihr ja gesehen. Jetzt nimmt er einfach das Radiergummi, geht hier drüber und alles sieht so aus wie vorher. Wahnsinn. Also, wenn man sich was anpinselt und dann denkt, ah nee, sieht kacke aus, Radiergummi drüber, alles weg, nochmal neu. Klasse, also wirklich, die Jungs, so ein kleines Studio. Und gerade das ist es wahrscheinlich, so ein kleines Studio, was dann aber so auf diese, auf die Userwünsche eingeht. Ich finde das einfach klasse, also wirklich. All I showed you so far are steps taken when generating and editing the map before the game is played. But what we learned from the first Transport Fever is that players not only want to spend time preparing a map, but also want to edit and design when they already progressed into the game. Ja. Jetzt sagt er halt nochmal, habe ich eben falsch erzählt, das waren alles Sachen, die man machen kann, bevor, naja, eigentlich nicht Straßen bauen und wieder abreißen, tut man auch, wenn man spielt, Sachen anpinseln und wieder wegmachen, macht man auch, wenn man schon spielt. Also er hat gesagt, das waren eben alles Sachen, die man macht, bevor man das Spiel eigentlich startet, sondern wenn man die Karte erstellt. Aber er hat dazu dann auch nochmal gesagt, sie haben gelernt, dass Spieler das aber auch alles machen wollen, wenn sie schon weiter im Spiel fortgeschritten sind. Und er hat gerade einfach eine Stadt platziert. Habt ihr das gesehen? Zack, einfach eine Stadt mit einem Mausklick dahin platziert. This is why we decided to invest into making these features available at any time. Editing and painting terrain, as well as placing and removing towns and industries, is possible at any time. Jetzt hat das noch mal zweimal betont. Er hat halt gesagt, das ist, warum sie halt auch Wert drauf legen, warum zu jeder Zeit das, was wir eben alles gesehen haben, möglich sein soll. Er hat die Stadt eben auch einfach wieder weggenommen. Jetzt ist es ja so, man muss jedes Haus einzeln abreißen und jetzt hat er die Stadt einfach mit einem Klick, zack, war die ganze Stadt weg. Wahrscheinlich hält man dann, man kann wahrscheinlich auch einzelne Häuser abreißen, aber wahrscheinlich hält man dann Shift oder Alt oder Steuerung gedrückt, klickt auf den Stadtnamen. Dann kann man die ganze Stadt abreißen. Für mich halt auch, als jemand, der immer die ganzen Städte von der Karte abreißt und alles selber baut, auch ein tolles Feature, aber wahrscheinlich auch für jeden anderen, der seine Karte halt nach seinen Wünschen bearbeiten möchte. On top of that, it's also possible to return to eine riesige Sandbox, wenn man will. To add or remove features or even import an adjusted height map.
Ja, hat er auch nochmal gesagt, es ist jederzeit möglich, zu dem Editor zurückzukehren, sich neue Städte zu machen. Es ist auch möglich, sich eine eigene Höhenkarte, also eine Heatmap, reinzuladen. Da wird es dann wieder bestimmt tolle Karten geben, die man dann auch noch mit dem Editor bearbeiten kann. Also dieser Editor ist schon wirklich eine feine Sache. Ist auch ein Wunsch von ganz vielen gewesen, so ein Karteneditor einfach. Nicht so einfach ein Seed eingeben und dann will ich Berge, also wie es jetzt in Transport Viva 1 ist, sondern einfach wirklich das nach seinen Wünschen so anzupassen, wie Another man halt important goal was to möchte. make the world feel diverse. So, not only does the game has various climate zones, each zone comes with its own mood, and this mood can be changed too. This adds to the sandbox aspect, which should have as little limits and borders as possible. Ja, es ist halt auch möglich, verschiedene Stimmungen in die verschiedenen Klimazonen einzufügen. Habt ihr das gerade gesehen? Bewölkt, klarer Himmel, Sonnenschein. Ja, das haben sie auch gemacht, damit der Sandbox-Modus halt so wenig wie möglich Beschränkungen hat, wie nur möglich. Und auch hier vorne im Vordergrund hatte ich ja in dem letzten Video schon gesagt, wo wir den Trailer zusammen uns angeguckt haben, die Steine. Es ist halt, man sich das anguckt, oh, stellt euch vor, hier hinten fährt ein Zug lang. Sehr schön. Also wirklich, wow, ich bin wirklich, ja, man sagt ja immer so schön gehypt, aber ich hasse das Wort eigentlich. Ich bin wirklich And so voller Vorfreude auf dieses Spiel. Wow. Und hier, dazu meine Gedanken, da laufen zwei Bären, wir haben schon Vögel gesehen, ich glaube, Rehe haben wir auch schon gesehen. Mein Gedanke dazu ist, dass es als Industriezweig Jagd geben wird. Dass man dann wirklich ja, Metall oder Maschinen oder was weiß ich, was man da hinliefert. Auf jeden Fall, warum sollte es sonst Bären geben? Bären, Rehe. Na gut, Rehe und so wäre vielleicht noch, aber warum gibt es Bären? Und meine Frage dazu ist auch, greifen die Bären dann auch die Rehe an? Das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, das wäre richtig, richtig cool. Laufen die, ist jetzt nur ein Gedankenspiel, nicht, dass ich das will und nicht, dass ich das toll finde. Laufen Bären auch auf Straßen? Auf Schienen? Können die überfahren werden? Das sind alles so Gedanken, die mir gleich in den Kopf kamen. Interagieren die mit der Welt? Laufen die in Städte? Also das sind so Sachen, die das Ganze wirklich nochmal eine ganze, ganze Ecke, hier unten sind übrigens auch Fische. Fangen die Bären die Fische? Habe ich jetzt wirklich erst entdeckt, hier sind Fische im Wasser. Das sind alles so Sachen, die das Ganze noch mal viel, viel atmosphärischer machen würden. Also, ja, wow. Finde ich schon eine Sache, die das Ganze ziemlich, ziemlich erweitert und viel Spielraum jetzt noch für Gedanken lässt. Also, wie gesagt, Make the wird es world den alive Zweig at the same Jagd time, geben? there is something to Wir werden discover, sehen. also offside the roads. Ja, hat halt nochmal gesagt, die wollten die Welt live, also lebendig machen und dass es halt auch Sachen außerhalb We hope this first der impression Straßen und gives Städte a zum good Erkunden gibt. introduction into some of the parts of the game. Much more is to come and we will show you some of it in the next episodes of the development highlights. Thank you all very much for your attention and interest in our game. All the best from the whole team at Urban Games and until next time, bye bye. Ja, hat halt nochmal gesagt, dass noch viel, viel mehr kommen wird, was sie uns zeigen wollen und dass er hofft, dass das einen ersten guten Eindruck gibt, was sie am Basteln sind, was sie so gemacht haben für Transport Viva 2. Und ja, ich bin, wie gesagt, sehr begeistert. Es lässt viel Spielraum für Spekulationen. Wie gesagt, die braune Farbe, die da mit dem der Smiley gemacht wurde, damit kann man ja auch dann Feldwege quasi ziehen oder Teerwege. Wie gesagt, das gibt es wahrscheinlich in verschiedenen Farben. Und die Tiere, wird das Einfluss haben auf das Spiel? Kann man die jagen? Kommen die in die Städte? Muss man für Sicherheit sorgen?
Das sind alles so Dinge, die wirklich in meinem Kopf rumschwirren. Und ja, gerade die Sachen, was das Terrain angeht, wie man das bearbeiten kann, das hat mir schon wirklich super gefallen. Und Top 1 Punkt ist wirklich, man kann Gras mit dem Pinsel auftragen. Man muss nicht jeden Grasbüschel per Mausklick einzeln auftragen. Wow, das ist wirklich klasse. Und aber gleichzeitig habe ich den Gedanken, braucht man einen NASA-Rechner dafür? Was ist mit der Performance? Wie haben sie die verbessert? Das ist natürlich so eine Sache. Was bringt es mir, wenn ich die Karte schön mit Gras voll habe, aber nach 5 Spielstunden habe ich nur noch 10 FPS? Das sind so Sachen, aber ja, mittlerweile ist es ja bei Transport Viva so, dass man wirklich bis ins Endgame, wenn man einen guten Rechner hat, wirklich spielen kann, ohne dass einem das Spiel abkackt. Dass man nur noch da mit Zeitlupe spielen kann, aber wie ist es im zweiten Teil? Mit den ganzen Features, mit all dem, was man machen kann, mit all den Details, die die Spielwelt hat, die Tiere kommen ja auch noch dazu, die berechnet werden wollen. Ich bin wirklich gespannt. Ja, in dem Sinne, teilt mir eure Gedanken mit und ich würde mich über Feedback freuen, was ihr so denkt, über all die Sachen, die ich gezeigt und gesagt habe, eure Gedanken dazu. Vielleicht habt ihr ja auch noch Dinge, die ihr daraus schließt von dem Gesehenen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wieder hören, sehen, lesen. Und ja, lasst euch nicht ärgern. Ich bin raus. Bis bald. Ciao.